Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Easy Infield. In dem Video werde ich dir erklären, wie du dich richtig warm machst, wenn du vorhast, im Alltag fremde Frauen anzusprechen. Das Ganze unterscheidet sich ein bisschen von dem Warm-up, wenn du in Bars oder in Clubs Frauen ansprechen willst. Deswegen mache ich dazu nochmal später ein separates Video. Ich werde dir heute zwei sehr effektive Methoden näher bringen, werde die beiden miteinander vergleichen und werde dir am Ende des Videos auch verraten, welche dieser beiden Methoden in meinen Augen die bessere Methode ist. Deswegen schau dir das Video auf jeden Fall bis zum Ende an, weil wenn du das einmal verstanden hast und einmal so umsetzt, wie ich dir das hier heute erkläre, dann wirst du es viel leichter haben, im Alltag viele tolle Frauen kennenzulernen und diese auch in dein Leben zu ziehen. Okay, als allererstes solltest du dich mal fragen, warum ist das überhaupt nötig? Warum brauchst du ein Warm-up? Ganz einfach deswegen, weil wenn du im Alltag eine Frau ansprichst, die dir richtig gut gefällt, ist es nun mal eine sehr unnatürliche Situation und du wirst zwangsläufig aufgeregt sein. Manche sind etwas mehr aufgeregt, andere etwas weniger, aber es ist nun mal einfach so, dass dein Puls nach oben geht, dass du unsicher wirkst, dass du deine Körpersprache vielleicht nicht unter Kontrolle hast und du deswegen auch nicht den besten Eindruck von dir rüberbringen kannst. Die Frau kann vielleicht gar nicht mitbekommen, dass du ein cooler Typ bist, weil du einfach zu unsicher wirkst in dem Gespräch und sie dich deswegen nicht für voll nimmt. Ja, und deswegen solltest du dich erwärmen. Du wirst einfach feststellen, dass wenn du das erste Gespräch hast, das immer das schlechteste Gespräch von dem Tag sein wird, meistens. Das heißt, das zweite, dritte, vierte, fünfte Gespräch wird immer besser laufen. Und das ist auch egal, ob du schon sehr erfahren bist oder ob du noch ganz am Anfang stehst. Ja, selbst ich, der schon keine Ahnung wie viele Frauen angesprochen hat, ist, wenn er nach draußen geht, fremde Frauen anspricht, beim ersten Gespräch aufgeregt. Das ist einfach menschlich und das solltest du auch akzeptieren. Das ist vollkommen okay. Wichtig ist nur, dass du weißt, wie du dich richtig erwärmst, damit du eben im zweiten, dritten, vierten Gespräch bestmöglich abschneidest und vor allem auch das Gewissen zu haben, dass es trotzdem im ersten Gespräch gut funktionieren kann. Die meisten Männer machen einfach den Fehler, dass sie rausgehen und sagen sich, ja, ich schau mal, ob ich heute vielleicht eine anspreche und dann laufen sie die ganze Zeit durch die Stadt, dann sehen sie vielleicht mal eine Frau und wenn sie es dann mal wirklich schaffen, über diese Hürde drüber zu springen, diese Frau anzusprechen, läuft das Gespräch meistens nicht so gut, weil sie sich nicht auf die wichtigen Sachen konzentrieren können, wie beispielsweise die nächsten Steps, die sie setzen müssen, die richtige Gesprächsführung, die Körpersprache, alles Sachen, die eben sehr wichtig sind. Und dein Gehirn wird dir immer sehr viele Ausreden bringen. Zum Beispiel, hey, nein, die ist zu klein oder die ist zu jung, die ist zu dick, die ist zu groß, was auch immer. Aber nimm diese Ausreden nicht für voll, weil du kannst mit jeder Frau grundlegend irgendein Gespräch führen. Und jedes Gespräch, was du an dem Tag führst, wird dich ruhiger erscheinen lassen bei dem nächsten Gespräch, wenn vielleicht die eine richtig gute Frau auftaucht. Und stell dir mal vor, du läufst die ganze Zeit durch die Stadt und hast die ganze Zeit so diese Ausreden im Kopf gehabt, hast keine Frau angesprochen und auf einmal kommt diese eine richtig hübsche Frau an dir vorbeigelaufen, lächelt dich vielleicht sogar noch an. Und dann hast du diese eine große Barriere, die sich aufbaut und du schaffst es nicht, diese Barriere zu überschreiten und diese Frau anzusprechen. Und warum ist das so? Weil du dich vorher nicht erwärmt hast. Aber wenn du vorher schon ein paar Gespräche gehabt hast, dann ist es eben nicht mehr so eine große Barriere. Dann wirst du diese Barriere sehr wahrscheinlich überschreiten. Und selbst wenn du ohne Warm-up zu dieser Frau hingehst, wenn du das schaffst, dann wird das Gespräch nicht so gut laufen, als wenn du dich vorher erwärmt hättest und andere Frauen schon angesprochen hättest. Also sieh das Warm-up immer so, dass du sagst, okay, das erste, zweite Gespräch wird jetzt einfach nicht so gut laufen wie die danach folgenden. Das ist okay, aber ich mache mich jetzt warm für die richtig guten Frauen, die nachher noch kommen werden. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist das sogenannte Baby-Steppen. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass du dir kleine Etappen setzt, diese Etappen erfüllst, aber jede Etappe immer etwas intensiver ist. Ja, je nachdem auf welchem Level du bist, startest du auf einer anderen Etappe. Wenn es für dich schon ein großes Problem ist, überhaupt mit fremden Menschen zu reden, dann könnte beispielsweise der erste Step sein, dass du sagst, okay, dass du eine fremde Person, egal ob Mann oder Frau, egal ob alt, Oma, was auch immer, nach dem Weg fragst. Ja, das ist wirklich eine Sache, die sollte keinem schwerfallen. Das sollte für jeden Menschen möglich sein, irgendeine Person einfach mal nach dem Weg zu fragen. So, wenn das für dich kein Problem ist, dann kannst du beispielsweise zum nächsten Step gehen und kannst sagen, okay, du fragst eine fremde Person nach dem Weg, die Person sagt dir, ja, das ist dort, und du gehst genau in die andere Richtung. Das klingt vielleicht komisch, aber dadurch
machst du etwas Verrücktes, was deinem Unterbewusstsein signalisiert, hey, mir ist eigentlich alles scheißegal. Und genau diese, mir ist eigentlich alles scheißegal, Einstellung brauchst du, damit du eben diese tollen Frauen, die an dir vorbeilaufen, auch problemlos entspannt ansprechen kannst, weil es sollte dir wirklich scheißegal sein, was dabei rauskommt. So, wenn du das beides gemacht hast, dann kannst du zum nächsten Schritt gehen. Der nächste Schritt könnte beispielsweise sein, dass du eine Frau, die attraktiv ist, nach dem Weg fragst und dir danach noch ein Kompliment machst. Zum Beispiel, hey, kannst du mir sagen, wo es hier zur Universität geht? Ich bin gerade erst hergezogen. Sie erklärt dir den Weg und du sagst, ah cool, danke schön. Übrigens, mir gefällt dein Outfit. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und du gehst, ohne auf eine Reaktion zu warten. Gehst du einfach. Da kann dir nichts passieren. Das ist nichts Schlimmes. Du kannst auch irgendein anderes Kompliment machen. Zum Beispiel, hey, ja, danke schön. Übrigens, mir gefällt deine positive Ausstrahlung. Hab einen schönen Tag. Ciao. Und du gehst einfach, ohne auf irgendeine Reaktion zu warten. Du kannst also keine negative Reaktion bekommen, weil du auf gar keine Reaktion wartest. Und glaub mir, das sind solche kleinen Schritte, die dich immer näher dahin bringen, dass du bereit bist, eine fremde Frau anzusprechen, die dir gefällt, und dir gleich zu sagen, hey, du gefällst mir, wir müssen uns kennenlernen. Aber dazwischen sind noch ein paar andere Schritte, die du bringen könntest. Beispielsweise ist der nächste Schritt, dass du einer attraktiven Frau einfach ein Kompliment machst und gehst, ohne vorher nach dem Weg zu fragen. Das ist schon ein bisschen schwieriger, weil man hat jetzt nicht den Vorwand, um in ein Gespräch zu starten, aber du gehst einfach hin zu einer Frau, die dir gefällt, sagst, hey, stopp, du hast eine unglaublich positive Ausstrahlung, das wollte ich dir einfach sagen, und dann gehst du wieder, ohne auf eine Reaktion zu warten. Der nächste Step wäre dann der indirekte Gesprächseröffner. Das bedeutet, du sprichst zum Beispiel eine Frau an und fragst wiederum, hey, sorry, kannst du mir sagen, wo die Universität ist? Und sie erklärt dir das dann und du sagst dann sowas wie, ja, ja, ich bin gerade neu hergezogen. Du studierst sicherlich auch, oder? Und versuchst dann so das Gespräch aufzubauen. Und wie du das Gespräch aufbaust, das hast du ja schon in meinen Live-Flirts gesehen, in den anderen Videos. Und es ist ja eh immer dasselbe. Nur hast du da eben einen indirekten Gesprächseröffner, ohne jetzt gleich direkt ins Haus zu fallen. Wobei, der nächste Schritt und der letzte Schritt dann natürlich wirklich der direkte Gesprächseröffner ist, einfach weil das die in meinen Augen effektivste Methode ist, um eine Frau anzusprechen, weil die Frau weiß gleich, worum es geht. Du verschwendest keine Zeit mit Frauen, die grundlegend kein Interesse an dir haben, und die Frau sieht eben auch, hey, okay, der scheint super selbstbewusst zu sein, der spricht mich hier einfach auf der Straße an und sagt mir, dass ich ihm gefalle. Das muss ein cooler Typ sein, den sollte ich kennenlernen. Ja, ich werde auch mal in einem anderen Video erklären, wo hier die Vor- und Nachteile zwischen den beiden Gesprächseröffner liegen, indirekt und direkt, aber grundlegend ist das jetzt hier erstmal die Variante 1, nämlich das sogenannte Babysteppen. Einfach mit einer Sache anfangen, die wirklich keine große Überwindung kostet, das Ganze dann ein bisschen steigern, ein paar verrückte Sachen machen und dann schlussendlich so weit sein, dass man die Frau direkt oder indirekt eröffnet und dadurch einen guten Kontakt gewinnen kann. Okay, kommen wir zur zweiten Variante. Die zweite Variante ist der sogenannte Crazy Move. Ja, keine Ahnung, ob der Begriff Sinn ergibt. Ich habe den jetzt einfach mal so geprägt. Was bedeutet Crazy Move? Das bedeutet, du machst etwas sehr Verrücktes zu Beginn, um diese eine Schwelle einmal richtig weit zu überschreiten und damit sich alles, was danach kommt, viel leichter und entspannter anfühlt. Was könnte das beispielsweise sein? Das könnte beispielsweise sein, dass du eine Frau ansprichst mit den Worten, hey, sorry, du siehst gut aus. Lass uns heiraten. Verrückt, oder? Ja, aber du wirst auf jeden Fall einen Lacher auf deiner Seite haben. Die Frauen werden sich immer darüber freuen. Ein paar vielleicht nicht, die gehen dann einfach weiter. Aber das Wichtigste ist, wenn du einmal sowas Verrücktes gemacht hast, wirst du auf einmal in so eine Scheißegal-Stimmung kommen. Und genau diese Scheißegal-Stimmung brauchst du, um ein gutes Momentum aufzubauen, um schlussendlich die richtig guten Frauen von dir zu überzeugen, um eben auch ruhig in den Gesprächen zu sein. Was könnte man noch machen? Du könntest beispielsweise sagen, hey, sorry, ich liebe dich. Ja, klingt verrückt, ich weiß, aber ist super lustig. Gab noch nie eine negative Reaktion darauf, gab immer positive Reaktionen darauf. Ich habe das schon so oft gemacht, um mich selber zu erwärmen. Ich werde auch mal ein Video dazu machen, wenn du möchtest. Schreib mir das mal in die Kommentare, ob du da Bock drauf hast. Das ist eben eine zweite Variante, wie du da ein Gespräch eröffnen kannst mit einer Frau. Und es gibt noch eine dritte Variante, die finde ich persönlich auch ziemlich cool. Der sogenannte Handy-Opener. Wie funktioniert der Handy-Opener? Den Handy-Opener kannst du nur machen, wenn du mit jemandem zusammen draußen bist, wenn du einen Wingman dabei hast. Das funktioniert so, dass ihr beide
telefoniert und wenn eine Frau auftaucht, die dir gefällt, gehst du einfach neben der Frau her, schaust dir die Frau an und wenn sie beispielsweise eine weiße Hose anhat und dunkle Haare hat, dann sagst du am Telefon und schaust sie an, ja, weiße Hose, ja, dunkle Haare, ja, sorry, wie ist dein Name? Und sie sagt beispielsweise Lisa und dann gehst du ran und sagst du, ja, Lisa? Ah ja, okay, das ist sie und hey, sorry, kannst du das Telefon kurz nehmen, ist für dich. Und dann nimmt die Frau meistens das Telefon, geht ran und an der anderen Seite ist dein Kumpel, der ihr sagt, hey, der Typ, der dir gerade das Telefon gegeben hat, ist ein super Typ, gib ihm auf jeden Fall deine Telefonnummer. So, wir haben das schon so oft gemacht und es hat wirklich noch nie funktioniert, noch nie. Aber es war immer super lustig und danach war ich immer in einem so guten Modus, beziehungsweise meine Coaching-Teilnehmer waren danach in einem so guten Modus und einer so positiven Stimmung, dass danach scheinbar alles funktioniert hat. Ja, und darum geht es ja schlussendlich auch. Es geht jetzt nicht darum, dass du irgendwelche großartigen Resultate damit hast. Deswegen spricht da mit diesen Sachen auch Frauen an, die dir vielleicht nicht so extrem gefallen. Frauen, die Mittelmaß sind, wo du auch drauf verzichten kannst, weil es wäre schade, eine Frau mit so einer verrückten Sache anzusprechen und sie zu verlieren. Sie würde dich vielleicht nicht ernst nehmen, sie würde sich vielleicht drüber freuen, aber dich nicht ernst nehmen. Wenn du eine Frau siehst, gleich zu Beginn, die dir gefällt, dann geh einfach direkt ins Gespräch rein und sag, hey, sorry, du bist mir gerade aufgefallen, ich dachte mir, sag kurz hi. Aber wenn zu Beginn keine dieser hübschen Frauen auftaucht, dann bring diesen crazy Move. Ja, hey, lass uns heiraten, ich liebe dich. Oder der Handy-Opener, super lustig, macht extrem viel Spaß und du bist danach auf jeden Fall warm und bereit für die kommenden Gespräche. Jetzt natürlich die Frage, wo sind die Vorteile und die Nachteile der jeweiligen Strategie? Werde ich dir jetzt auch noch kurz erklären. Also, Babysteppen versus Crazy Move. Wo sind die Vor- und Nachteile jeweiliger Strategie? Beim Babysteppen ist es natürlich so, dass der Vorteil ist, dass es für jeden möglich ist und keine große Hürde darstellt. Das heißt, egal ob du der introvertierteste Mensch der Welt bist, ob du das noch nie gemacht hast, eine fremde Person nach dem Weg zu fragen, das von mir aus auch 5-mal hintereinander und beim 6. Mal in eine andere Richtung zu gehen, oder vielleicht mal ein Kompliment dazulassen und einfach zu gehen, sollte für jeden möglich sein. Ich weiß, es gibt auch viele, die haben damit auch Probleme, aber wenn du das so Babysteppst, dann wirst du zwangsläufig dahin kommen, dass du bereit bist, eine fremde Frau anzusprechen und mit ihr ein gutes Gespräch zu führen. Der Nachteil dabei ist natürlich, dass es extrem zeitaufwendig ist. Manchmal bedarf das eine Stunde, bei manchen sogar zwei, ehe man erstmal die Frauen gefunden hat, ehe man erstmal angefangen hat. Und ja, wenn du erstmal 1-2 Stunden umherläufst, dann wirst du auch schnell merken, okay, meine Energie ist weg. Und jetzt habe ich eigentlich gar keine Energie und gar keine Zeit mehr, die Frauen anzusprechen, die mir gefallen und diese Frauen auch kennenzulernen. Schauen wir mal beim Crazy Move, was ist der Vorteil? Ja, natürlich ist das super zeitsparend. Du kannst innerhalb von 2 Minuten warm sein, dich auf ein Level bringen, wo scheinbar alles funktioniert, wo du dich wie Gott fühlst und eben nicht 1-2 Stunden durch die Stadt eiern, um da die Zeit und Energie zu verschwenden. Aber es hat natürlich auch einen Nachteil. Es ist eine recht große Hürde und wenn man das noch nie gemacht hat, ist es natürlich nicht für jeden möglich, so eine verrückte Sache zu machen, wie zu einer fremden Frau hinzugehen und zu sagen, hey, lass uns heiraten. Das verstehe ich auch. Ich persönlich habe das so gemacht, als ich angefangen habe, als ich noch ganz am Anfang stand, habe ich das Ganze gebabysteppt. Bin durch die Stadt gelaufen, nach dem Weg gefragt, ab und zu mal ein Kompliment gebracht, versucht indirekt die Gespräche zu eröffnen, um dann so weit zu sein, dass ich auch mal direkt ein Gespräch eröffnen kann. Jetzt mittlerweile weiß ich einfach, es ist viel besser, das mit dem sogenannten Crazy Move zu machen, weil du in 2 Minuten auf einem Level bist, wo du eben hier ewig für brauchst oder vielleicht gar nicht dahin kommst. Weil selbst wenn du dich babysteppst, gewöhnst du dich dann irgendwann an diese Baby-Steps, du gewöhnst dich daran, dass du nach dem Weg fragst, dass du mal ein Kompliment machst und weggehst, aber hast dich eben noch nicht so sehr daran gewöhnt, mal eine Frau direkt anzusprechen und ihr klarzumachen, dass sie dir gefällt. Deswegen würde ich dir immer empfehlen, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, dann macht auf jeden Fall das hier, weil das ist einfach auch lustig. Es macht Spaß, du tust kein Weh damit, wenn du es freundlich machst. Ja, sei da immer freundlich, mit einem Lächeln auf den Lippen. Sieh das als Spaß, kommuniziere das auch immer als Spaß, damit sie das auch als Spaß versteht und dann weggehen kann und kann sagen, ha, der hat wahrscheinlich eine Wette verloren, wie auch immer. Ja, sollte nicht creepy rüberkommen, das sollte dir auch bewusst sein. Und wenn du alleine bist, dann nutze eben diese Möglichkeit. Oder die dritte Möglichkeit ist einfach, dass du gleich den direkten Gesprächseröffner bringst, dir bewusst bist, okay, das wird jetzt vielleicht nicht das beste Gespräch der Welt, vielleicht bin ich noch aufgeregt, vielleicht
bin ich ein bisschen hippelig, vielleicht nimmt sie mich noch nicht als diesen coolen Typen wahr, der ich bin, aber egal, ich mache das jetzt, ich bringe mich jetzt in die Situation, weil es könnte funktionieren, ja, und es funktioniert auch wirklich, ich habe schon sehr oft Frauen kalt angesprochen, das hat super funktioniert, also entwickle da nicht irgendwie einen negativen Glaubenssatz, dass du unbedingt einen Warm-up brauchst, nein, das hilft dir nur, aber du brauchst es nicht unbedingt. Ja, also wenn du unterwegs bist, bist auf dem Weg zur Arbeit und siehst eine hübsche Frau, dann bring gleich den direkten Gesprächseröffner, sag dann halt sowas wie, hey, sorry, oh, du bist mir aufgefallen, ich dachte mir, sag kurz hi, aber entschuldige, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich habe das noch nie gemacht. So, und dann äußerst du das, dass du ein bisschen aufgeregt bist, dass das eine ungewohnte Situation ist, das wird sie auch verstehen, vielleicht ist sie auch ein bisschen aufgeregt und dann ist es doch alles okay. Und solange du weißt, wie du ein Gespräch führst, wie du die richtigen Steps setzt, dass du sie auf ein spontanes Date bewegst oder ein Date mit dir ausmachst für den nächsten Tag im besten Fall und auch weißt, wie du Attraktivität aufbaust, dass sie weiß, okay, das ist ein attraktiver Mann, mit dem möchte ich mehr Zeit verbringen, dann ist es auch kein Problem, wenn du ein bisschen nervös bist am Anfang. Gut, ich hoffe, dir hat das Video hier gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann drück bitte auf Gefällt mir. Ich freue mich über jedes Gefällt mir. Und kommentier mir mal, ob du eine der beiden Varianten schon ausprobiert hast und welche du besser findest oder ob du vielleicht eine ganz andere Variante hast. Das würde mich interessieren. Und vor allem abonniere den Kanal, weil es kommt ja noch das Video, wie du dich erwärmen sollst, wenn du in Bars oder in Clubs gehst. Weil das ist eine ganz andere Sache und es kommen eh noch ganz viele andere lustige Videos. Deswegen abonniere auf jeden Fall den Kanal, freue ich mich auch drüber. Wenn du dabei noch Hilfe brauchst, wenn du jemanden brauchst, der dir in den Arsch tritt, der dir das alles noch ein bisschen intensiver beibringt, weil das ist ja alles nur die Oberfläche, an der wir hier kratzen, dann buch dir ein Erstgespräch bei mir, komm ins Coaching, wir gehen das zusammen an. Es ist kein Hexenwerk, keine Sorge. Meine Coaching-Teilnehmer, die haben alle gute Erfolge. Die haben auch den Crazy Move schon ausprobiert. Die haben sich alle gefreut darüber. Hat super funktioniert. Das Wichtigste ist allerdings, komm auf jeden Fall in Aktion. Probier es aus. Finde heraus, welche der beiden Optionen für dich besser ist. Und mach deine eigenen Erfahrungen. Dabei wünsche ich dir richtig viel Erfolg. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.